So, Leute, das Ding ist fertig. Die andere Kamera ist abgekackt, die anderen beiden Kameras sind abgekackt. Sieht jetzt so aus. Wie ihr seht, hat doch keine Bowie-Klinge bekommen, sondern eine doppelseitige Klinge. Hier, die hier so eine richtig schöne Welle oben drin habt, wie ihr seht. Das hier unten ist auch, das habe ich nicht richtig scharf gekriegt, weil es halt saudick ist hier unten. Aber es hat halt auch eine ganz normale Klinge. Ich habe es ganz gut hingekriegt. Die Klinge ist ziemlich mittig eigentlich soweit. So, das war jetzt mein erstes Bildvideo seit Jahrtausenden. Und ja, ich weiß, es ist scheiße geworden, weil die Kameras abgekackt sind. Und ich hatte eigentlich, wie gesagt, zwei Kameras wollte ich benutzen, damit ich mehrere Winkel habe, aber daraus ist nichts geworden. Den Griff, ich weiß nicht, vielleicht mache ich da noch Panzertape drum oder so. Macht da jetzt nichts Besonderes dran. Ja, ist nur ein Experiment gewesen. Ich habe noch nie so ein kleines Messer gebaut. Mein Stahl dafür eigentlich auch zu bescheuert ist, aber ich bin ganz zufrieden damit. Ist ganz gut scharf. Hier sieht es hier in meiner Hand. Diese kleinen Schnitte, die sind von dem Messer. Ist wie gesagt auch ziemlich scharf. Die geht bis hier vorne. Bis hier, wo mein Finger ist, ist es auch scharf jetzt. Und ja, hat diese kleine Welle drin. Finde ich ganz gut. Gibt nochmal ein bisschen mehr Schneidpower. Und ja. Was gibt es großartig noch zu sagen? Griff ist aus Stahl, habe hier unten noch dieses kleine Ding dran befestigt, wie ihr gesehen habt. Alles nochmal ein bisschen feiner poliert. Hier diese fetten Roststellen wollte ich drin lassen. Ich hätte die Easy Peasy wegmachen können, aber ich habe mich dagegen entschieden. Und ja, wie gesagt, vielleicht mache ich im Griff noch Panzertape. Ach komm, mache ich jetzt gerade. Wir finishen das jetzt hier. Panzertape. Zack. Ein Stück vom Griff. Und das letzte Stück. Zack. Einen ganz einfachen, schönen, schwarzen Panzertape-Griff. Warum nicht? nicht gerade sehr hochwertig der Griff jetzt, aber ich muss daran eh nicht mehr viel machen, weil der Stahlgriff an sich ist schon gut geformt, wie ihr seht. Der ist oben dicker, wird unten dünner, hat unten hier diesen Handstopper, hat oben hier das hier, damit man nicht wegrutscht. Und ja, das ist perfekt. Und der Griff ist super. Der ist so super, deswegen will ich gar nicht mehr machen. Man hat auch hier eine riesen Flasche, wo man an sich den Daumen drauf tun könnte, wenn man das wollte. Man kann es auch so halten. Dann hat man auch wirklich viel Druck und man rutscht nicht ab oder so, schneidet nicht in den Finger rein. Und die Klinge habe ich noch gerade gekriegt, die war ja anfangs krumm. Also, ja. Von einem ziemlich hässlichen Teil zu einem ziemlich schönen Teil, ne? Kann man schon so sagen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ich mache im nächsten Review dazu, wenn ich es mal benutzt habe. Und bis dahin, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Okay, Leute, hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, wie wir aus dem Ding hier eine Klinge bauen. Das hier wird das Dings. Das wird die Klinge. Bis hier unten. Hier schneide ich es dann ab. Und da werden wir dann einen Griff noch dran bauen. Mal gucken, wie wir den machen. Und nicht vergessen, Schutzkleidung. Alles geschützt, so sieht ein bisschen doof aus, ich weiß, aber ich bin geschützt. Wir brauchen dazu ein Flex mit einem Cutting Wheel, also Schneidblatt, das da, so ein ganz dünnes. Das hier nehmen wir nicht mehr, das ist glaube ich zu kaputt. Und Fächerblätter, die sehen, wenn sie glatt sind, so aus. Jetzt hat die Flex auf den Fuß gefallen. So. Okay, dazu brauchen wir noch hier so eine Schraubzwinge und ja, die schönste Schutzkleidung, die wir anhaben natürlich. Okay, fangen wir an, müssen noch das Flexblatt ändern. Nee, das heißt ja nicht Flex, das heißt ja, warte, Winkelschleifer oder sowas. Winkelschleifgerät. So. Das war jetzt mein. Wir wollen hier einmal durchcutten, so schief. Okay, wir schneiden von der anderen Seite. Hat's abgeschnitten. Das hier unten lassen wir dran, einfach so, weil cool. Das werde ich später noch ein bisschen ändern. Halt, dass es ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen smoother ist, wird dann abgerundet und sowas. Jetzt brauchen wir noch einen Griff dafür. Dafür nehmen wir diese dünne Stange hier, zerschneiden die in ein paar Hälften und dann geht das. Wie lange wollen wir die haben? So.
muss das Ganze fixieren. Jetzt müssen wir schweißen. Oder warte, bevor wir schweißen, mache ich das, glaube ich, sauber, oder? Nö. Okay, zuerst schweißen wir die beiden Stücke hier aufeinander. Hier, die beiden. Das ergibt den Griff. Dann brauchen wir eine Klemme. So, wir haben es jetzt festgespannt. Und jetzt schneiden wir das Schweißen jetzt gerade fest. So, was machen wir jetzt hier? Schweißmaske. Richtig, ich weiß gerade gar nicht, ob die Kamera das aushält. Ich mach schon. So, mit dem Schweißen sind wir fertig. Er ist ziemlich häselig geworden. Keine schöne Schweißnaht. Ja, jetzt werde ich mit dem Flex alles nochmal hinbiegen. Das hier oben wird alles glatt gemacht, damit es hier ein bisschen eine bessere Form bekommt einfach. Und ich habe jetzt ein ganz frisches Flexblatt genommen. Hier ein richtig grobes und damit werde ich jetzt das Teil hier mal trittieren. Ja? Fangen wir diese Kante da an, machen diese Kante da ein bisschen ab.
So, ich habe es jetzt abgerundet, so wie ihr seht, dass es dann hier unten zu einfach glatter wird. Sieht einfach schöner aus. Und, joa. Die Schweißnaht hier oben ist so hässlich geworden. Das gibt sich, die muss ich aber eh nochmal neu machen. Ich muss nochmal neu schweißen. Ich habe jetzt eine zu hohe Stärke genommen, weil es war zu warm. Das ist einfach geschmolzen, der Stahl, den ich eigentlich festmachen wollte. An manchen Stellen, oder? Oder doch nicht? Doch ein bisschen. Ja, ich schweiße es jetzt einfach gerade mal ein bisschen mehr. So, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hier oben war ein Loch drin. Das habe ich jetzt zugeschweißt. Das tue ich gerade noch ein bisschen polieren. So, eine ganz kleine Krümmung drin in der Klinge. Die haue ich jetzt mal raus. Gerade das Stück hier gefunden, ein Stück Metall. Das will ich hier unten irgendwie als Griff dran bauen, ich glaube so. Oder vielleicht so. Ich glaube, so ist besser. Ja, das mache ich noch. Auf jeden Fall will ich das aber erstmal polieren ein bisschen, bis es versifft ist. So, unten ist festgeschweißt, jetzt wird es noch abgeschliffen, damit es gescheit aussieht. Wir schleifen das ganze Stück jetzt noch ein bisschen sauber. Ich lasse hier so einen kleinen rustikalen Look drauf, den machen wir dann später noch ein bisschen anders. Weil wir machen das erstmal grob. Ich mache die Klingenform vorne noch. Und ja, wie mache ich die Klingenform überhaupt?
Werde ich gleich sehen. Werde mir schon was einfallen lassen. So, wie machen wir das? Und erstmal das Schneidrad. Also machen wir das Rad hier ab. Mal ein Schneidrad rein. Denke ich mal, hier ist so eine Klinge, so eine leicht gebogene, die nach hier oben dann geht, weil das hier so eine kleine Biegung schon drin hat. Das ist cool, das gibt dem nochmal einen ganz leicht anderen Touch. Und ja. Okay, ich habe es also abgeschnitten. Ging nicht sehr gut, weil ich konnte es nicht einspannen. Habt ihr ja gesehen, ich habe es eingespannt und es ist rausgeflogen. Weil ich das so krumm gemacht habe, den Griff, kann man es nicht gescheit einspannen. Ich mache mal die Probe. Ich habe ja jetzt versucht, ohne es einzuspannen, einfach so was reinzuschneiden, aber dabei habe ich ziemlich Faxen gemacht. Da ist die Klinge ein bisschen schief geworden. Das fixe ich gerade mal. Okay, irgendwie muss ich das da einspannen können, oder? So vielleicht. Warte so. Und hier hält es auch. Schon mal ein bisschen schöner und jetzt tue ich hier oben noch so eine Boeing-Spitze reinhauen. Ja, weiche Spitze mag. So eine schöne Klinge. Die schärfen wir jetzt noch an. Okay, jetzt machen wir hier. Habe ich so meine ganz eigene Methode entwickelt, wie ich das mache. Das schiebt es so hin, jetzt machen wir mehrere von den Teilen hier. Schraubzwingen, glaube ich, heißen die. Zack. Das ist die andere. Hier. Muss die natürlich so sitzen, dass man mit der Flex so drankommt, die Klinge frei liegt. Ich filme sie lieber von der anderen Seite, glaube ich. So. Und ich achte darauf, guck mal, die Flex dreht sich ja so. Und ich achte darauf, dass es von unten gegen die Klinge kommt. Das hier ist die Klinge und das Flexblatt dreht sich dann hier so immer dagegen und dann gibt es einen schöneren Schliff.
ist angezündet worden. So sieht es jetzt aus, die eine Seite. Ich gehe es gerade mal abkühlen.